ins Fanny von Singen ohne Angst, wo Wissen Mut macht. Heute habe ich folgende Zuschauerfrage für euch. Hallo, liebe Fawn, ich habe eine Frage. Es gibt einen Bereich in meiner Mittelstimme, kurz vor der Kopfstimme, die schwach und wackelig klingt. Und zwar in diesem Bereich klinge ich fast so, als ob ich heiser wäre. Hast du welche Tipps, um diesen Bereich zu stärken? Das habe ich, das ist meine Spezialität. Ich bin Expertise in diesem Bereich und ich freue mich, dir gleich deine Übung zu zeigen. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch allen anderen da draußen ermutigen, mich E-Mails zu schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich tierisch, das ist mein Job, das ist, was ich gerne tue. Alle Fragen an fragen@singenohneangst.de. Ich freue mich auf euch. Ich sage das sehr oft, es ist wahrscheinlich die Kehlkopf und deine Zunge, was deine Stimme komisch klingen lässt. In diesem Fall ist es die Kopfstimme. Ich möchte, dass wenn du diese Übung machst, dass du ganz, ganz leiser die Übung machst und ganz, ganz klar und ganz, ganz staccato, das heißt zackig. Ich möchte auch, dass du guckst, dass du die Kehlkopf nicht spüren kannst. Es muss nach hinten und unten sein, dass es nicht spürbar ist, weil in die Kopfstimme muss die Kehlkopf nach hinten und nach unten sein. Und ich möchte, dass du denkst, dass du die Oberkiefer nach oben bewegst, damit deine Gaumen mehr Spannung bekommt, damit du ein bisschen mehr einen Bogen in deinen Gaumen hast, dass die Zunge weg ist von den Gaumen. Die Zunge macht so und die Gaumen so. Okay? Das Wort ist O. Ja? Ganz zackig, Kehlkopf spürt man nicht. O, 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 O. Erst wenn du diese Töne staccato und leiser singen kannst und klar, ab und zu mal wird ein bisschen Schleim drauf sein. Ich glaube, das hast du auf ein paar von meinen Tönen gehört, das macht nichts. Erst wenn du die leiser und klar singen kannst, darfst du sie laut singen. Pass auf, dass du spürst den Kehlkopf nicht und dass du einen schönen Bogen hast hinten am Gaumen. Viel Spaß! Brauchst du ein bisschen mehr persönliches Feedback? Dann schaue bei meiner Privat-Facebook-Gruppe vorbei. Es ist privat, das heißt, du musst anfragen, um Mitglied zu werden. Der Link dafür ist jetzt unten in die Beschreibung. Die Gruppe heißt Singen ohne Angst Facebook Group. Klicke auf diesen Link, poste deine Songs, wo du Hilfe brauchst. Und du bekommst jede Menge Tipps, Tricks und Feedback. Und ich schaue sogar live via Video öfters vorbei und gebe die Leute dort, die ganzen Mitglieder dort, persönliche Übungen. Ich freue mich und wir sehen uns dort. Um singen zu können, musst du kein Profi sein und du musst auch nicht super, super toll klingen. Die Hauptsache ist, du hast Spaß am Singen. Das ist alles, was wichtig ist. Deine Stimme ist so einzigartig. Das ist wie ein Fingerabdruck oder DNA. Der FBI benutzt deine Stimme sogar, um dich zu identifizieren, weil es keine zweite Stimme auf der ganzen Welt gibt, so wie deins. Das ist wirklich was Besonderes. Und diese Einzigartigkeit muss gehört werden. Also singe laut und mit Mut und ohne Angst. Wir sehen uns bald. Tschüss! Shared her smile, laughed a while.